Okay, willkommen zum letzten Part für heute. Aufstellung, ich will Nathan in meinem Team haben. Dieser Spacko kann raus. Er ist in der Abwehr, er ist Stürmer. Er ist Verteidiger, da kommst du hier raus. So, und... das ist er, Verteidiger, da kommst du raus. So, jetzt können wir beginnen. Weiter. Ah, verdammt, jetzt merke ich gerade, dass ich einen Fehler gemacht habe. Mini! Was ist der Typ hier? Der Stürmer? Insofern. Ja, ich lasse ihn mal. Vielleicht kann er mir irgendwas zum Nutzen bringen. Hyper Hacke, komm, wir sehen wir mal. Das sah heftig aus. Was zur Hölle? Grätsch mir die Schlampe mal weg. Ach, ich wusste es doch. Ach, wir müssten uns mit der Hilfe unserer Spezialtechnik wehren. Okay. Weg mit dir, Bitch. Ja, weiter so. War mir irgendwie klar. Und von wo kommt der Schiedsrichter? Der ist einfach mal da. Okay. Logik pur. Warum schießt du ihn weg? Geil gemacht. Einfach geil, Sharp. Einfach geil. Das hast du echt klasse gemacht. Leute, ihr müsst auch angreifen. Ihre Attacke ist der Turm. Den kenne ich schon. Sieht lebensgefährlich aus, aber naja, er lebt ja noch. Finte. Sehr gut. Okay, wo sind meine Spieler? Dürfen die auch hier? Die dürfen auch da. Okay, gut. Klar, ich habe mir so perfekt die Updates gebaut. Das kann nur ich, ganz ehrlich, das kann nur ich. Wie kann so ein fettes Etwas... Es regt mich auf, dass so ein fettes Etwas so viel... so hoch springen kann. Willst du mich verarschen? Ja, das hast du gut gemacht. Er wollte mich verarschen. Ey, dieses Spiel ist so... Oh. Ey, faul ist so viel, oder was? Ich kriege einfach mal so. Ja, das hast du schon einmal erwähnt. Oh, Scheiße. Himmelshand. Kann ich die Attacke blocken? Weiß ich jetzt nicht. Sehen wir mal. Den kann ich. Hey, wie es aussieht, seid ihr noch nicht komplett nutzlos? Du bist doch behindert, ganz ehrlich. Alter, das war ein ziemlich guter Schuss.
durchsetzen. Oh, dieser Spasti. Hab ich den Ball? Hab ich den Ball? Oh. Grätschen wir mal. Hey. Kein Tor von beiden Seiten, klar. Fliegt, er sieht nicht gut aus, aber mal her und passt zu Axel. Also zu ihm. Aber wenn ihr es wollt, okay. Was hat das denn von dem Mädchen gerade für eine Aktion? Er blockiert es irgendwie. Nein, er blockiert es nicht. Ja komm, ich habe jetzt den Ball dir gegeben. Oh, klasse, Gautam, klasse. Das ist sehr toll gemacht. Wieso? Ich kriege die Beine weg, du Homo. Kombi-Schuss. Das muss jetzt ein Tor sein. Wieso? Schließlich, da küsst meinen braunen Arsch, du Homo. Küsst meinen braunen Arsch. Genieß dir die Schokolade aus meinem Arsch, du Mistgeburt. Tut mir leid für die Kraftausdrücke, das regt mich gerade nur richtig auf. Durchsetzen. Oh nein. Jetzt wird's kacke. Wieso zeigen sie mir nicht, wie man die heiße Phase macht? Ich hatte echt einen... Achso, jetzt verstehe ich, glaube ich, das System, was ich machen muss. Halsmaul. Halsmaul, Mark. Einfach Halsmaul. Ausweichen. Härtebruch. In die Eier. Axel muss, glaub ich mal schießen. Okay. Hey, wer sind Sie? Axel Blaze, nehme ich an. Sonst wärst du schon sehen, was du davon hast. Was? Ah. Dieser Satz hat gar keinen Sinn ergeben. Echt jetzt? Was? Axel hat nicht getroffen? Axel, geht es dir gut? Ja. Mach dir nichts draus, versuchen wir es noch einmal. Ja, tut mir leid. Wie konnte Axel nur verfehlen?
Also gut, es gibt nur eins, was wir jetzt tun können. Oh Mann, was kommt jetzt wieder? Ihr seid zu langsam, um mit den Aliens mitzuhalten. Das ist nicht schön, das sieht man sofort. Aber was soll ich denn machen? Verteidiger, wechselt eure Position mit den Stürmern. Was? Die Position wechseln? Sollen jetzt aus allen Verteidigern Stürmer machen? Das ist doch verrückt. Hey, was denkt sie sich eigentlich dabei? Wir können einfach mir nichts oder dir nichts die Position wechseln. Die Aliens werden unseren Abwehr zu Kleinholz verarbeiten. Dann liegt das an euch, sie aufzuhalten. Was hat eure Trainer nur vor? Ich kapiere es auch nicht ganz, aber wir sollten es mal ausprobieren. Schließlich haben wir dank ihrer Taktik die Secret Service besiegt. Langweilig. Wir wollen nicht noch mehr Zeit mit euch verschwenden. Die zweite Halbzeit ist auch schon vorbei. Was? Ihr habt euch bisher zurückgehalten? Du meinst, dass sie sogar noch stärker sind? Wir standen der übermächtigen Aliens Academy gegenüber und mussten völlig ungewohnte Aufstellung spielen. Sobald Jimmy ihre wahre Kraft umwarte, konnten wir nichts mehr tun. Das Spiel war so gut wie verloren. Okay. Wir haben noch eine Niederlage gekriegt. Endstation. Ihr wart definitiv keine Herausforderung für uns. Was? Du denkst, ihr habt gewonnen? Dieses Spiel ist noch nicht vorbei. Mark, wir können nicht mehr. Wenn wir es weitermachen, sind wir erledigt. Lord Janus, unterbrich mich nicht, während ich diese kriechenden kleinen Würmer zerquetsche. Du sollst das anhören. Was? Ich verstehe. Das sollten wir sofort näher untersuchen. Was? Wo geht ihr denn hin? Hey, es scheint, als hättet ihr dieses Mal Glück gehabt, Grimmonelf. Lasst euch das eine Lehre sein. Ihr seht nun, wie hilflos ihr angesichts unserer unglaublichen Kraft seid. Lasst meinen Vater frei. Zeit zu gehen. Momentane Teleportation. Hat von Son Goku gelernt. Sie sind weg. Es tut mir leid, Vater. Ich konnte dir nicht helfen. Heftige Scheiße. Mark, geht es dir gut? Er hat viele Schüsse abbekommen und dann noch ein zweites Mal so zu verlieren. Was für ein Ziel hat die Trainerin mit ihren Strategien verfolgt? Wir hätten die Aliens genauso gut höflich bitten können, gegen uns Treffer zu erzielen. Und nach dem Spiel gegen die Secret Service dachte ich, sie sei eine ausgezeichnete Trainerin. Ich werde den Geschäftsführer kontaktieren und ihr um einen neuen Trainer bitten. Langsam, Kerl. Beruhige dich und hör zu. Was ist denn jetzt los, Sharp? Sag mir ja nicht, du bist auf ihrer Seite. Das habe ich nicht gesagt. Aber schau dich mal um. Nicht eine einzige Person, die ernsthaft im Spiel verletzt wurde. Stimmt. Ja, na und? Was willst du damit sagen? Wir sind alle schon am Ende der ersten Halbzeit an unseren Gegner gestoßen. Denkst du, wir hätten so weitermachen können? Wir könnten jetzt im Krankenhaus sein. Genau, die Trainerin hat wohl verhindert, dass wir uns verletzen und dafür gesorgt, dass wir im nächsten Spiel wohlauf sind. Deswegen gab sie uns diese Strategie. Jetzt verstehe ich. Wollt ihr das denn wirklich? Wir kämpfen mit allem, was wir haben, egal in welcher Situation. So wird an der Raimon Junior High Fußball gespielt. Mark, da draußen allein den Schüssen der Aliens auszusetzen, nur um unsere Haut zu retten, ist nicht das Ziel der Raimon Elf. Cam, du hörst dich. Die Trainerin, sie hat diese Strategie verwendet, um mich zu trainieren. Dich zu trainieren? Aufgrund der Aufstellung habe ich einige Bälle auf das Tor gekriegt. Nur deswegen war ich am Ende in der Lage, die Bälle zu sehen. Im Ernst, Mark? Allerdings, meine Hände tun mir zwar jetzt noch weh, aber ich habe gemerkt, dass es nicht unmöglich ist, diese Schüsse zu halten. Ich muss eben nur noch härter trainieren, bis ich sie fangen kann. Also hat die Trainerin schon so gehandelt, um uns zu schützen. Um uns möglich zu machen, dass wir das nächste Spiel vergewinnen. Und während sie das getan hat, hat sie dir ein Spezialtraining verpasst. Jetzt verstehe ich, wow, die neue Trainerin ist wirklich klasse. Ich sehe, der Groschen ist gefallen. Es gibt noch etwas, das ich euch als eure Trainerin sagen muss. Jawohl! Axel!
Du bist raus aus dem Team. Was? Was soll denn das jetzt heißen? Sie können doch Aktion nicht aus dem Team werfen. Was hat das zu bedeuten? Ich wünschte, ich wüsste es. Ich verstehe schon. Was soll das, Trainerin? Sie können doch Axel nicht einfach so rauswerfen. Genau, Axel ist unser Stürmerass. Ohne ihn können wir Elios niemals besiegen. Liegt es daran, dass er so weit vorbeigeschossen hat? Ist das der Grund, Trainerin? Sagen Sie es uns. Es ist meine Aufgabe, das stärkste Team des Landes aufzustellen. Für Axel ist kein Platz mehr in diesem Team. Das ist alles. Sie wollen uns den Grund also nicht nennen? Ich weiß den Grund. Axel, wo willst du denn hin? Hey Axel, warte mal. Mach dir keine Sorgen. Nimm mal ein oder zwei Fehlermaß. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich werde dir immer beim Spezialtraining helfen. Also von jetzt an. Komm schon, Axel. Erinnerst du dich noch an das Spiel gegen die Royal Academy, als wir das erste Mal zusammen gespielt haben? Du hast der Raimonelf genauso der Zeit geholfen, als wir dich gebraucht haben. Dabei habe ich gemerkt, dass wir mit dir zusammen tollen Fußball spielen können. Ich dachte, wir können die ganze Welt herausfordern, wenn wir nur dich an unseren Seiten haben. Ist das alles, was du zu sagen hast? Nervt es dich nicht, dass wir gegen sie verloren haben? Sie haben unsere Schule zerstört. Unsere Freunde haben ihretwegen gelitten. Wir haben geschworen, dass wir die legendären Inazuma Eleven werden. Hast du das schon vergessen? Die legendären Inazuma Eleven. Komm schon, Axel. Wir haben doch gerade erst angefangen. Ich... Ich sag es zum letzten Mal. Ich gehe. Ich habe keine Wahl. Aber Axel, sag mir wenigstens warum. Tut mir leid. Aber so ist es nun mal. Die Trainerin hat völlig recht. Ohne mich im Team seid ihr einfach besser dran. Was redest du da? Komm schon, Axel, sag schon! Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich kann nun mal nicht bleiben, Mark. Danke für alles. Na. Axel, wir sehen uns wieder! Mark, wo ist Axel? Er ist gegangen. Warum hast du ihn nicht aufgehalten? Komm runter, Kevin. Verflixt! Vielleicht werden wir alle auch aus dem Team rausgeschmissen. Auf keinen Fall. Victoria Vanguard an Apparat. Ah, Herr Smith, was sagen Sie da? Sie haben meinen Vater von dem Parlament gefunden? Was wollt ihr Typen von mir? Willkommen zu Hause, Herr Premierminister. Furchtbares wird geschehen.